1961 kommen die ersten Neubau-E-Loks auf die Gleise. In Leipzig treffen sich die Generationen. So habe ich auch einmal auf den Bahnhöfen herumgestanden als Junge. Genau wie ihr heute. Und ich könnte wetten, dass ich weiß, was ihr denkt. Lieber nicht, meint ihr? Na gut, dann sage ich es euch so. Ihr denkt, Junge, Junge, so eine Lok, das ist ein Apparat. Wenn die so richtig in Fahrt kommt, stimmt's? Na seht ihr, war ja auch nicht schwer herauszukriegen. Genau dasselbe habe ich als Junge nämlich auch gedacht. Und für mich stand fest, da kann kommen, was will, du wirst Lokführer. Einfahrtsignal frei. Einfahrsignal frei. Vorsignal halt. Vorsignal halt. Ausfahrt frei. Ausfahrsignal frei. Bei mir ist das so, ohne dass ich angeben will. Wenn ich mir was vornehme, dann schaffe ich das auch. Ich wurde also Lokführer. Fuhr über Land, mal hierhin, mal dorthin. Und ihr könnt mir glauben, das war schon was. So mit 80 oder 100 Sachen durch die Landschaft. Aber das war es ja gerade. Kaum bist du 200 Kilometer gefahren, will deine Lok nicht mehr. Du kannst direkt hören, wie sie stöhnt. Pause, Pause, Pause. Also aus ist's mit dem Fahren. Wir machen wieder mal Pause. Und natürlich warst du nie der Erste. Es standen immer schon andere da, nahmen Wasser und Kohle, wurden gereinigt und entschlackt. Fünf Stunden kostete uns das jeden Tag. Fünf Stunden stand die Lok an jedem Tag, anstatt zu fahren. Und alle 18 Tage noch 20 Stunden extra zum Kesselstein auswaschen. Ehrlich gesagt, ich hatte es mir anders vorgestellt. Während die anderen deine Lok wieder auf Trab bringen, packst du gemütlich deine Frühstücksstollen aus. Aber ich sage euch, so viel kann gar kein Mensch essen, wie wir Zeit dazu gehabt hätten. Thank you.
Es gibt bei diesen Dampflokomotiven auch noch ein paar andere Sachen, die einer von außen gar nicht sehen kann. Die Feuerung zum Beispiel. Was glaubt ihr, wie viel Schippen Kohle der Heizer auf 100 Kilometer ins Feuerloch schmeißen muss? 400. Und jede Schippe voll bedeutet 10 Kilo Kohle. Das sind auf 100 Kilometer 80 Zentner. Einer hat mal ausgerechnet, wie viel Kohle alle Heizer auf allen Lokomotiven der Republik an einem Tag verfeuern. 25 lange Güterzüge voll. Das will leer geschippt sein, mein Lieber. 6 Millionen Tonnen im Jahr. Zum größten Teil Steinkohle, wovon wir die meiste im Ausland kaufen müssen. Und jetzt kommt das Tollste. Von dieser Kohleenergie werden zum Ziehen des Zuges ganze 5% genutzt. Die restlichen 95, restlichen ist gut, also 95% gehen durch den Schornstein. Es war ganz klar, ewig konnte das nicht so weitergehen.